also mit so einem Aha-Effekt, ja, so einfach geht es und das kann ich auch schnell mal nachmachen. Ein herzliches Hallo an die kreative Welt da draußen. Willkommen zu einem neuen Haul-Video. Ich war bei McGuides und möchte euch jetzt meine Ausbeute präsentieren. Tada, der Beweis. Ich hatte wieder keine Tasche mit, weil eigentlich war das so nicht geplant. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, weil ich danach im 1-Euro-Shop war und das ein oder andere dann noch günstiger gefunden habe. Aber egal. Ich habe mir gekauft Geschenkband für 1 Euro in lila und grün. Ich finde, das passt perfekt zum Frühling. Und als ich die Frühjahrsgestecke gesehen habe, gebastelt habe, habe ich festgestellt, dass ich halt nicht so viel lila Band habe, aber ansonsten viel lila Deko und dann passt das halt gut dazu. Und noch dieses Organza-Band, auch in lila. Ich habe mir Jungle Animal mitgenommen, also praktisch wilde Tiere. Das sind 4 Stück. Für 3,75 €. Ich habe ja mein Wohnzimmer im Afrika-Design und da will ich noch ein bisschen Deko machen mit diesem Tiger, Elefanten und Löwen. Das passt ganz gut und 3,75 € ist okay. Dann habe ich mir eine kleine Spanndose in Rund gekauft für 95 Cent. Ich habe gedacht, wenn ich irgendwie mal so einen Alu-Drahtring verschenken möchte, den ich selber kreiert habe, dann kann ich das in so einem Döschen hübsch präsentieren. Dann habe ich Diamantband, also so ein Glitzerband für 1,25 €. Also ist echt wirklich hier einmal ringsrum gewickelt und das kann man immer zum Dekorieren nehmen für die Handtaschen, gerade die Jeans-Handtaschen oder für andere Dinge, vielleicht auch auf die Schmuckdose oder. Dann, das sind einfach hier nur so Kübeluntersetzer. Da hat einer 75 € gekostet. Kann ich auch wunderbar zum Dekorieren für Gestecke oder sowas nehmen. Da habe ich mir 3 Stück mitgenommen. 75 Cent. Dann 55 Cent ein Packen Kratzschwämme. Ja, die zeige ich in die Kamera, weil sie nicht für den Haushalt sind. Da habe ich auch welche, aber die nehme ich dann immer, wenn ich was male oder klebe oder so, dann verwende ich die auch. Einfach ein Klecks Farbe drauf und dann kann man viel besser und schneller halt streichen. Habt ihr bestimmt im einen oder anderen Video von mir schon gesehen. Eine Glaskerze in, ja, türkisblau, ja, mit allen Augen zugedrückt für 95 Cent. Kann man immer auf Gestecke schön draufkleben und habe ich gedacht, nehme ich mit. Dann habe ich ja mein Klettband aufgebraucht für meine Aktion im Bad. Da hatte ich ja den Nagellack halt dran gemacht. Als Aufbewahrungsmöglichkeit habe ich mir jetzt für je 65 Cent nochmal 2x Klebeband mitgenommen. Kann man auch immer mal gebrauchen. Und dann habe ich noch künstliche Blumen und das war so das, wo ich mich halt geärgert habe, für 1,25 € gekauft. Einmal diese hier und diese. Und dann, als hätte ich nicht genug, Potpourri Aquafresh. Das ist so alles in Blautönen, weil in Blau habe ich gerade, glaube ich, nichts mehr da. Habe ich auch noch gekauft. Ich habe es wahrgemacht und bin mit meinem Bastelzimmer umgezogen. Ich habe jetzt viel mehr Staumöglichkeiten und ja, das verleitet natürlich dazu, dass man dann noch mehr shoppt. Ganz schlimm. Aber da ich ja eher in den günstigen Läden shoppe und ja aus kleinen Sachen eher was Großes machen möchte, das ist so die besondere Herausforderung, hält sich es einigermaßen noch in Grenzen. Ich wollte euch noch sagen, was es die Woche noch bei McGuides gibt, und zwar eine Eulenserie. Die seht ihr hier. Oh Gott. Ganz unten. Und zwar gibt es dort Eulenkissen, Eulendecken und diese Zauberhandtücher, die dann so aufgehen. Und die Zauberhandtücher kosten 1 €. Die Kissen 4,95 € und die Fließdecke 3,95 €. Da ich weiß, dass viele, viele Leute Eulenfans sind, nach wie vor irgendwie bricht der halt nicht so ganz ab, wollte ich euch das einmal vorstellen. Und nächste Woche gibt es
für 1,95 Euro Diamanten Dekosteine. Ja, 1,65. So, hier unten könnt ihr das sehen. Dann habe ich mir noch angekreuzt Stumpenkerzen für 55 Cent und daneben Organza-Dekostoff für 1 Euro. Also hier unten seht ihr das. Stumpenkerzen und Organza-Stoff. Ich habe jetzt wirklich nur Sachen rausgesucht, die halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis für mich ansprechend waren. Und dann jetzt muss ich nochmal gucken, wie das Vieh heißt. Ich musste Carlos eben fragen. Minion oder so ähnlich, Artikel, alles mögliche, Luftballonsets, Sportbeutel, Rucksack, Regenschirme, eine Frühstücksserie, Frühstücksset, Puzzle, Plüschfigur, Dekokissen, Wendebettwäsche, Geschenkset und Flüssigseife. Also, falls ihr da irgendwie Kids habt, die drauf abfahren, das gibt es dann in der nächsten Woche. Ich glaube, viel mehr habe ich auch nicht angekreuzt, weil dann wieder vom Preis-Leistungs-Verhältnis das nicht so ganz okay war. Dann war ich, bevor ich bei McGuides war, noch im Kiosk, habe mir noch Zeitschriften geholt. Wollte ich euch eben zeigen, und zwar das Haus Ideenmagazin. Hier kommt der Frühling. Habe ich auch schon durchgeblättert. Gerade am Anfang sind da richtig tolle Ideen dabei. Also wirklich, wo ich auch gedacht habe, also mit so einem Aha-Effekt, ja, so einfach geht es. Und das kann ich auch schnell mal nachmachen. Also es sind wenig gute Ideen, aber die haben es echt in sich und da will ich auch auf jeden Fall bei Gelegenheit was nachbasteln. Dann habe ich mir gekauft 100 einfache Ideen zum Selbermachen, Alltagsgegenstände im neuen Look, also auch wieder so ein bisschen Upcycling-mäßig, habe ich noch nicht so durchgeblättert. Also durchgeblättert schon, aber halt jetzt noch nicht näher. Dann habe ich mir mal mitgenommen Trödler Original mit Markt und Handel. Das sind praktisch Adressen von Trödel, Antik- und Sammlermärkten. Das habe ich mir nochmal mitgenommen, da wollte ich mir noch ein paar Sachen rausschreiben. Vielleicht, wo man halt hier und da mal so einen Trödelmarkt am Wochenende besuchen kann. Und dann habe ich mir noch ein Amigurumi-Heft mitgenommen. Ich habe zwar noch kein einziges Plüschtier gehäkelt, habe aber von diesen Heften, glaube ich, jetzt mittlerweile 4 oder 5. Ich finde die einfach so, so süß. Möchte die wirklich mal bei Gelegenheit nachhäkeln, wenn es passt. Und deshalb habe ich mir dieses Heft halt auch mitgenommen. So, anschließend war ich im Euroshop und das Video drehe ich euch dann aber extra ab, weil es einfach sonst viel zu lang würde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Videoideen, Videowünsche habt, lasst es mich bitte unten in der Infobox, unten in den Kommentaren, sorry, bitte wissen, ich bin für alles offen, ich schreibe mir das auch akribisch auf. Es war sicher noch diese Schachhandtasche, ja, die habe ich jetzt ein bisschen an die Seite gelegt und vernachlässigt, weil ich die Woche noch einige andere Sachen zu tun hatte, wichtige Sachen außerhalb von YouTube. Und ja, also ich freue mich über Feedback jeglicher Art, also konstruktive Kritik ist mir willkommen. Natürlich lese ich auch gerne positive Worte, aber ja, wenn ihr irgendwelche Ideen, Wünsche, Vorstellungen habt, lasst mich einfach wissen. Und jetzt höre ich auch auf mit meinem Rumgestammel, wünsche euch ein angenehmes Wochenende und verbleibe mit freundlichen Grüßen bis zum nächsten Video. Macht's gut, eure Bastelratte, bleibt kreativ. Ciao!